Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Hero 2 hier bei Heisenberg Zockt. Und natürlich einmal mehr, herzlich willkommen im schönen Hamburg, hier bei uns auf der Map mit LKWs, Zügen etc. Und vor allem endlich wieder flüssig. Ja, ich hatte das Problem, ich konnte nicht mehr drehen, machen und tun. Da hat gar nichts mehr geklappt. Eben, Spiel neu installiert, jetzt läuft es wieder, man sieht die LKWs und so weiter. Ach schön. Gut, jetzt würde ich gerne, es gibt eine neue Mod. Eine Bushaltebucht, die kennen wir aus Transport Hero 1, glaube ich, auch schon. Die würde ich gerne mal verbraten. Das hier haben wir ja alles wieder repariert. Genau, hier schön mit den Bogenbrücken etc. Hier mit der Straße. Jawohl, da sehen wir gerade, wie das Krokodil rüberdüst. Sehr nett. Herrlich. Ach, es ist halt wieder Modelleisenbahn. Guck mal, oh, da kommt gerade von allen Seiten kommen sie. Moment, das muss ich hier noch mal kurz haben. Doppeltraktion Ludmilla, hier das Krokodil. Ja, so macht das Spaß. Gut, hier nochmal eine Bogenbrücke, die ist für den Personenverkehr. Jetzt, einerseits, wir kommen dann in der Kürze dazu wegen den Maschinen, die wir brauchen für Hamburg, damit das Städtchen wächst. Platz haben sie jetzt, dann sollen sie mal wachsen. Jetzt gehen wir aber zuerst gucken. Es fehlen irgendwie in gewissen Städten, alten Städten, Städten von früher, da fehlen noch Busse, zum Beispiel hier. Grafenrheinfeld. Das habe ich natürlich ganz bewusst gemacht, weil ich wusste, dass noch neue Bushaltestellen kommen. Nein, Blödsinn. Die ging tatsächlich ein bisschen vergessen. Wo machen wir denn jetzt diese Wendeschlaufe hin? In Mlode oder eher hier in Grafenrheinfeld? Ich würde sagen, eher in Grafenrheinfeld. Was haben wir hier für einen Bahnhof? Oh, höre ich da? Oh, sehe ich da? Eine Dampflok? Gleich mal noch mitnehmen. Ja, wunderbar. Das ist das Teil, das aus Entenhausen kommt. Das haben wir nämlich auch noch da hinten. Hier kommt noch eine. Das gehört wahrscheinlich zur gleichen Linie, nehme ich an. Also gut, dann haben wir hier den Bahnhof. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das Teil finde. Oh, Moment, ich muss nochmal runter. Da kommt nämlich der ICE. Das sollten wir auch nicht verpassen, finde ich. Sehr schön. Ja, und auch gleich zwei. Ja, ist fast ein bisschen Sightseeing heute. Aber jetzt müssen wir doch mal noch ein bisschen arbeiten. Also, lass mich mal gucken. Gebäude, genau, bei der Schiene. Nein, natürlich nicht, sondern hier. Jetzt mal gucken, wo die sind. Das wäre wahrscheinlich Person, wobei das spielt keine Rolle, dass wir das einstellen, wenn das ja auch alles Personenteile sind. Da, da haben wir sie. Stationsschlaufe für Tram und Busse vierspurig. Vierspurig. Aha, muss mal gucken. Ich habe das noch nicht wirklich betrachtet, das Teil. Nehmen wir mal das Teil hier. Wohin damit? Einmal drehen. Hat schon eine Straße ereignet, das heißt, das könnte man hier kombinieren. Das Problem ist, ja nee, hier können wir es hinbauen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich es hier hinmache, sind wir wahrscheinlich dann bald zu weit weg vom Bahnhof. Sagen wir mal, irgendwie so ein bisschen näher ran, wäre natürlich noch schön. Ja, Moment, ich muss noch was einstellen. Schlaufe halt 2. Bevor ich das Ding baue, passt du jetzt noch hier hin? Jawohl, passt. Zack, haben wir. Wir brauchen eine Straße, damit wir das Ganze auch anschließen können. So, irgendwie so, aber gerne mit einer anderen Straße. Was haben wir für ein Jahr? Doch, das passt. Und mit der Kurve. Einmal diesen hier. Aber nee, das machen wir ihn schön. Dann machen wir es anders. Die Straße, die kommt hier ein bisschen weiter nach vorne. Und dann hier einmal mit einer Schlaufe rein. Und dann sieht das doch schon nach was aus. Und jetzt mal gucken, den kann man auch für Straßenbahn natürlich verwenden. Ja, gefällt mir ausgesprochen gut. Okay, werden wir dann gleich im Einsatz sehen. Jetzt müssen wir hier aber erstmal noch Gebäude. Ein paar andere Haltestellen machen, damit das Ganze auch Sinn macht. Sehen wir von hier, sagen wir mal hier runter. Halten wir hier schön vor dem Bahnübergang. Freut den Verkehr, der sonst dort durch muss. Dann gehen wir hier wieder rauf. Schön halt mit dem IC tatsächlich durch die Stadt durch. Das finde ich cool. Also, jetzt sind wir hier. Das nehmen wir auch noch mit. Da müssen wir aber tatsächlich noch mal kurz eine Straße hinhängen. So, und weil wir ja keine Unmenschen sind, machen wir das mal so. Dann können sie auch gleich noch ein bisschen bauen. Ja, warum nicht hier auch noch? Zack, und dann wieder rauf. So, ein bisschen Layout halt. Ist doch in Ordnung. Gut, also Gebäude. Wo halten wir? Wir halten hier. Düsen dann hier lang. Halten hier oben. Weil hier wird irgendwann gebaut. Und dann düsen wir hier wieder zurück. Das heißt, wir könnten hier nochmal kurz anhalten. So, mal gucken, ob ich da eine Linie hinkriege. Ich gehe davon aus. Wäre von hier. Ja, sind gerade ein paar Haltestellen. Aber in Ordnung. So, dann wieder zur 1. Und dann von der 7 wieder zurück. 6, 5, 4, 3. Und schon haben wir den Spaß. Und dann ist das hier der Bus. In, keine Ahnung. Nein, so heißt das Städtchen nicht. Da steht es ja. Grafenrheinfeld. Bus. Grafenrhein mit H-Dingens? Nein, doch. Fluss rein.
Grafen, rein, Feld oder Fels? Feld. So, jetzt hat er es auch noch geschafft. Wir bräuchten ein Depot, während hier schon wieder ein IC durchfährt. Hallo Tastatur. Meine Tastatur funktioniert nicht. Hä, was ist denn jetzt los? Nein, ich muss doch hier noch Buslinie etc. machen. Moment, muss schnell gucken. So, schnell dran rumklöppeln. Ne, jetzt ist Feierabend. Jetzt hat meine Tastatur, glaube ich, geschreddert. Gibt's doch nicht. Doch nicht mitten beim Aufnehmen hier. Die geht, das ist aber die falsche. Warum geht denn die andere nicht? Bin gleich wieder da. Entschuldigung, Reparatur der Tastatur. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, einstecken, ausstecken und schon ging sie wieder. Das ist ja teilweise schon. Aber okay. Wir brauchen ein Depot. Nicht Zug, Herr Heisenberg. Hier, diese Teile. Gibt es da auch neue? Ich glaube nicht. Aber ich würde das Teil eigentlich gerne nochmal nehmen. Also nicht das Amazon-Teil, sondern das hier. Ja, ich habe es nämlich fast vermutet. Das müsste doch... Oh, ein lauter Zug. Das müsste doch irgendwie hier reinpassen. Wenn ich es irgendwie drehe und ein bisschen so näher ran... Ah, es passt haargenau nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, das zu verwenden. Wenn wir es hier hinsetzen... Ach nee, wisst ihr was? Genau, da haben wir wieder dieses Problem mit dem Ausblenden. Ja, und ob das hier reinpasst... Das ist tatsächlich halt immer noch das Problem. Man kann das nicht so einstellen, dass die Fahrzeuge drauf sind. So, gut, passt. Schönes Depot, alleweil. Fahrzeuge kaufen. Irgendwas Bussiges. Gucken, dass nicht immer die gleichen sind. Schwierig. Drei Varianten von dem hier. Haben wir, glaube ich, auch schon verwendet. Ja, wir haben halt die meisten, glaube ich, schon irgendwo. Also sonst haben sie halt im Stream schon mal verbraten. Das ist ein bisschen das Problem. Aber ich glaube, diese Teile, die haben wir noch nicht. Zumindest nicht hier auf der Anlage. Nehmen wir mal wild. Einfach mal, was wir gerade finden. Okay. Bus Grafen Rheinfeld. Und dann kommen die hier auch schon raus. Schön. Ja, hier sogar noch in Postautofarben sozusagen. Oder mit Postautofarben. Gleich mal kurz einsteigen. Ich würde allerdings gerne in die Richtung... Da müssen wir einen erwischen. Ja, da fährt keiner hin. Okay, das ist natürlich blöd. Wenn ich nicht drehe, was passiert dann? Ja, das gefällt mir. Wir steigen mal ein. Wieder mit Scheibenwischer. Auch die sind von Saemon. Ganz krass. Wie viele Mods wir jetzt mittlerweile von ihm hier haben? Das ist halt einfach auch, weil der einfach coole Mods macht. Er ist nicht der Einzige, ganz klar. Aber die sind halt schon alle nett. So, und jetzt sehen wir hier mal diese schöne Schlaufe. Wir fahren leider durch. Ah, schade. Ich hätte natürlich schon gerne hier angehalten. Wir wechseln mal schnell. Ach, er hat gedreht. Moment. So, setzen wir uns mal hier rein. So, einmal hier in die Bucht rein. Ja, cool. Wirklich ein sehr schönes Teil, definitiv. Jetzt haben wir halt vielleicht ein paar viele Busbuchten für nur eine Linie. Aber vielleicht wächst das Städtchen ja. Dann werden wir da noch weitere machen. Gut, das Teil hätten wir gezeigt. Ich finde es sehr nett. Jetzt müssen wir aber nach Mlode. Genau. Da machen wir hier noch die Busse. Und dann müssen tatsächlich alle Städtchen Buslinien haben. Bus oder Tram natürlich. Ich bin schon wieder bei den Gleisen. Instinktiv geht es immer zu den Gleisen hin. Machen wir doch mal die hier wieder. Die haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Wir gucken mal. Wir düsen hier runter. Dann düsen wir hier lang. Dann gerne hier rüber. Dann hier lang. Das ist dann doch auch schon ein größeres Städtchen, wie ich feststelle. Da möchte ich eigentlich in die Richtung. Allerdings, es muss nicht sein, dass wir dort tatsächlich das Gebäude noch opfern. Für nichts. Also wir sind hier stehen geblieben. Dann gehen wir hier rauf. Hier oben rüber. Und da geht es wieder rein. Gut, neue Linie. So, von diesem nach... Hier, hier, ja, ich glaube, das war der ursprüngliche Gedanke. Das müsste ungefähr hinkommen. So, hier noch. Und da fällt mir ein, Moment, jetzt muss ich schon gucken. 5, 4, 3, 2. Wir müssen ja die eine, ne, haben wir schon. Da beim Hafen in Hamburg, da habe ich eine LKW-Linie vergessen gehabt. Die haben wir aber beim letzten Mal gemacht, das weiß ich noch. Gut, also dann ist das der Bus. Mlode hieß das, glaube ich. Das kann ich mir immerhin merken, weil es ungewöhnlich ist. Jawohl, Mlode. Käme. So, dann das U vielleicht noch klein. Das wäre schöner. Warum bleibt das groß? Caps Lock. Moment, rausgeflogen. Ja, sag mal. So, den hier. Dann diesen. Dann einmal zurück. Dann U.
Ja, so schwierig war es gar nicht. Okay, passt. Auch hier brauche ich nur ein Depot oder wir gucken mal. Ja, nee, das ist alles zu weit weg. Wir hätten hier zwar eine Straßenverbindung. Ja, wir werden hier sowieso nicht groß rumfahren. Ich würde sagen, wir machen bei der Stadt mal tatsächlich kein Depot, sondern wir nutzen das hier. Und schicken die Teile über Land. Naja, nicht sowas, sondern vielleicht was Älteres. Was haben wir denn hier oben noch Schönes? Die sind eigentlich auch cool. Irgendwie diesen grünen hier. Stadtbus Stoag oder Stoag. Haben wir 5. Kaufen. Bus im Lode. Und dann wünsche ich euch gute Fahrt. Mit 8 natürlich auch noch. Schöner Bahnhof hier mit den Dampflokomotiven. Sehr nett. Gut, dann wünsche ich euch gute Fahrt. Die müssen jetzt natürlich erst noch in die andere Stadt. Das werden sie aber schaffen, sonst hätten wir eine Fehlermeldung bekommen. Man sieht ja hier die Straße. Jawohl, die führt dann in die Stadt drauf. Das ist alles bestens. So, dann kümmern wir uns mal um die Güter. Und zwar mit Zügen. Jetzt hatten wir Schiffe, wir hatten Busse. Jetzt brauche ich mal wieder ein paar Züge. Also, wir haben hier eine Maschinenfabrik. Dafür brauchen wir Stahl und Holz. Wenn wir jetzt hier in der Gegend nichts finden, wir können das natürlich tatsächlich auch mit Flugzeugen machen. Flugzeuge haben wir noch gar keine. Wir können Cargo-Flugzeuglinien machen. Also falls wir den Stahl von weiß ich nicht wo importieren müssen, werden wir das machen. Hier hinten hätten wir eine Stahlfabrik. Hier haben wir Kohle. Kohle. Erz haben wir hier nichts. Da können wir natürlich selber auch noch was basteln. Das würde ich mal sagen, Stahl kriegen wir von hier. Das ist schon mal klar. Dann haben wir hier Wald. Ist das Wald? Jawohl, steht ja oben Wald. Und hier haben wir tatsächlich das Sägewerk. Könnte man auch schon bald mit Schiffen machen. Aber das würde ich tatsächlich mit einer Zuglinie machen. Sonst haben wir keine Zuglinien. Doch, hier machen wir auch Züge. Doch, doch. Und hier werden wir noch Erz hinsetzen. Aber dann fangen wir an tatsächlich mit der Linie. Also, wir hätten hier sogar Gleise. Die führen uns hier in den Bahnhof rein. Jetzt ist das leider am Kopfbahnhof. Sonst hätte ich glatt gesagt mit dem Güterzug hier durch. Aber dann gehen wir hier durch die Stadt durch. Hier hinten vielleicht so. Dass wir hier dran vorbeidüsen und düsen dann dahin. Machen wir erstmal hier den großen Bahnhof. Der darf ja doch eine gewisse Größe haben, ganz einfach. Weil er nachher mit den Maschinen auch noch arbeiten muss. Wobei, das eine machen wir mit dem Schiff. Ja, wir gucken. Also, wir machen mal genug Gleise. Ich würde sagen, erstmal den Bahnhof finden. Das wäre er hier. Machen wir 4 Gleise. Ordentlich lang. Ja, das passt. Und du kommst irgendwie hier oben in den Rücken des ganzen Dingens hin. Jawohl. Ja, noch ein bisschen. Zack. Okay, das hätten wir. Und dann brauchen wir hier unten nochmal einen Bahnhof. Allerdings, da reicht ein Gleis. Und jetzt schauen wir mal, wo wir dich hinpflanzen. Irgendwie so und mit einer Straße nach vorne. Da könnte man eigentlich auch einen Kopfbahnhof machen. Würde, glaube ich, besser passen. Allerdings einmal drehen. Dann können wir den nämlich schon andocken. Der müsste eigentlich schon dranhängen. Wenn ich dich noch ein bisschen noch so mache, dann kriegen wir hier unten die Kurve nicht mehr. Kann ich den ein bisschen kürzer machen? Ja, 320 Meter reichen auch. Ja, das ist doch in Ordnung. Noch ein bisschen randrehen. Noch ein bisschen zurück. Jetzt haben wir ein Autosave. Ich hoffe, wir kommen da mit der Kurve in die Gleise rein. Möchte ich eigentlich gar nicht. Nee, ich möchte eigentlich nicht in die Gleise rein. Ich muss mal schnell gucken, was ich mache, sobald Kollege Autosave durch ist. Zack, Gleise. Ja, machen wir die hier. Und jetzt mal schauen. So, da bin ich wieder. Kurze Unterbrechung. Ratet mal. Genau, meine Tastatur hat wieder nicht funktioniert. Und das hat mich zu einem kurzen Fluchen veranlasst. Das habe ich dann, oder werde ich dann rausschneiden. Deswegen die kurze Pause. Wir kommen jetzt hier lang. Vielleicht sogar unten durch mit dem Tunnel. Ja, das gefällt mir. Das mache ich so. Noch ein bisschen rauf. Nochmal rauf. Das geht nicht, aber einmal runter. Ja, was machen wir denn hier? Machen wir das hier. Passt. Und dann irgendwie nach hier hinten. Dann müssen wir hier rauskommen. Dann können wir hier zumindest noch andocken. Guck mal, das ist doch eh schön. Machen wir gleich mal. Ein zweites Gleis brauche ich natürlich auch noch. Das wird mehr als einen Zug geben, ganz klar. Möchte er hier nicht in den Tunnel rein? Das ist ja interessant. Dann müssen wir aus dem Tunnel raus. Dann müsste es eigentlich funktionieren. Ne, ich muss ja die Weiche haben. Moment. So, einmal so. Und jetzt von hier kommend, da rein. Jawohl, dann haben wir nämlich das Tunnel. Dann haben wir die Höhe, die sozusagen da hinten war. Dann wird das übernommen, dann stimmt das auch. So, bis hier hin. Jetzt straight ahead diesem Zug folgen. Und vorne gucken wir dann. So, und Personenzüge, keine Angst. Das kommt natürlich auch noch. Und auch Personenflugzeuge. Die fehlen natürlich auch noch. Die werden wir in der Kürze dann natürlich auch machen.
Eins nach dem anderen. Wir haben ja keine, wie soll ich sagen, keine Eile. Wir müssen nicht hetzen. Das gefällt mir nicht. Ich gehe da mal runter, dann klappt es aber nicht. Aber so klappt. Zack, schön. Dann haben wir hier ein bisschen eine Felswand. Nehmen wir. So. Tag, Kollege. Siehst du, wir bauen für dich. Also für dich in dem Sinne nicht, aber du wirst auch Spaß dran haben. Wenn hier Güterzüge unterwegs sind. Vielleicht sogar mit einer relativ schönen Kurve. Ne, wir müssen eigentlich nach da hinten. Eigentlich müssen wir hier weg. So, das wird so. Mach's mal mit dem einen Gleis hier. Bisschen huggeln darf's. Ist ein Güterzug. Vielleicht irgendwie sogar so. Wenn wir hier was abreißen müssen, reißen wir es ab. Also da machen wir gar keine langen Sachen. Müssen wir aber nicht. Und dann geht das hier im Rücken durch. Ja, gebonkt. So, das dritte hält hier runter. Und wir müssen nach dort unten. Das werden wir hinkriegen. Schnappen wir uns das zweite Gleis. Auch das funktioniert tadellos. Bin ich auf der richtigen Seite? Das ist einmal mehr die Gretchenfrage. Ich hoffe es mal. Sonst werden wir halt entsprechend korrigieren. Ja, nee, passt. Zack, hier nochmal gucken. Ja, gefällt mir. Das sieht gut aus mit dem Fels hier. Sauber. Okay. So, wieder zurück. Das Ganze zusammenschustern. Und dann haben wir schon die ersten Gleise. Mal gucken, wie das am besten geht. Hier mit den Straßen. Es geht tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, sonst kappen wir natürlich ein paar Straßen. Ah, müssen wir nicht mal. Dankeschön. Geht das auch mit dem zweiten Gleis? Ja. Naja. Nicht wirklich. Nee, okay. Müssen wir kappen. Machen wir. Backer. Dankeschön. Zack. Die lasse ich mal. Mal gucken, ob ich hier lang komme. Ja, hier geht's. Gut. Ich weiß gar nicht, was das für eine Straße war. Doch, da unten geht die rein. Naja, okay. Werden wir wieder ersetzen. Wir haben es kaputt gemacht. Dann ist klar. Dann ersetzen wir das auch wieder. Straße. Überland. Wäre die hier, glaube ich. Wir machen mal einen Tunnel. Mir wurde vorgeworfen, ich mache immer nur Brücken. Ich mag eigentlich Tunnels. Also von daher. Bisschen runter. Ja, wir sind hier zu nah dran. Ich mag halt Brücken, weil bei Brücken sieht man halt die Fahrzeuge. Das ist eigentlich die Idee. Und wenn wir natürlich einen Tunnel haben, sieht man nichts. Dann fahren sie halt nur mal unten durch. Nochmal, zack, jawohl. Geht mir zu tief runter, machen wir anders. Einmal so. Ja, kann ich hier schon? Ja, kann ich hier schon? Oder machen es ganz anders? Moment. Oh, haben wir nicht? Wir haben doch dieses gleich. Moment, jetzt muss ich schnell gucken. Ich weiß nicht, wo die sind. Wegpunkt? Nein. Unsichtbar? Nein. Die hier, genau, die habe ich gesucht. Die gibt es nämlich tatsächlich für Straßen auch. Dann verwenden wir doch mal so ein Teil hier. Surface und so weiter. Roadtyp. Ja, wäre eigentlich, glaube ich, das Teil hier. Jawohl. Jetzt geht es aber rauf. Jetzt möchte ich eigentlich runter. Kriege ich das hin mit... Nein, das muss ich anders machen. Ich bastel mal kurz, sonst machen wir dann was anderes. Ne, das ist nur die Länge. Das steht ja auch dort. Was ist das? Portal Reference in Höhe. In Metern. In Höhe. Naja, das geht halt rauf. Jetzt geht's runter. Das wäre meine Idee gewesen. Machen wir mal. Wir bauen das mal. Und auf der anderen Seite gleich mal das gleiche. Da werde ich hier nochmal kurz abreißen. Okay, ich muss dann gucken. Die Straße ist dann hier. Okay. Das würde heißen. Na, die Straße nochmal nehmen. Und das Teil, sagen wir mal, einmal drehen. Komme ich da ran? Jawohl. Zack, das ist dann hier. Jetzt mal eine Straße nehmen. Ja, das ist irgendwie genau falsch. Moment. Ja, weiter geht's. Okay. Aber wir wollen hier ja eigentlich unter der Erde bleiben. Das würde funktionieren, wenn wir anders rauskommen. Naja, möchte ich aber nicht, wenn ich das jetzt schon gebaut habe. Nur man sieht halt... Oder kann man hier irgendwie ein Dingens machen? So eine Abzweigung? Nee, geht nicht. Ja, das Teil ist halt falsch. Okay, wir machen das weg. Bitte weg mit dir. Jawohl, danke schön. Und gucken, dass wir hier reinkommen, von hier aus. Dann haben wir hier mal gesehen, wie das so aussieht. Und auf der anderen Seite nutzen wir die normale Ausfahrt. So, mal so. Ja, gehen wir nochmal rauf. Okay. Autosave oder was macht's? Ne, es rechnet, glaube ich, gerade wild. Oh, das ist hier irgendwie wieder
Nicht ganz so schön. Machen wir mal. Ja, da kommen wir dort rein. Nehmen wir. Sauber. Dann haben wir hier wieder ordentlich einen Grubenschlag. Ja, cool. Und auf der anderen Seite, wenn wir hier schnell schauen. Schade, dass wir hier so ein pinkes Ding haben. Was soll das machen? Das ist natürlich irgendwie nicht so schön, muss ich sagen. Also die Einfahrt ist vorbildlich. Das ist ganz klar. Deswegen wurde das gemoddet. Aber was das hier ist, weiß ich auch nicht. Ich guck mal ganz schnell, ob ich hier vielleicht irgendwie das Ganze retten kann. Wenn wir ein, zwei Bäumchen schnappen. Oder Büsche. Kann ich hier Büsche raufsetzen? Ja, das geht. Dann kann ich aber auch Bäume raufsetzen. So. So, das geht nicht mit Shift drücken. Schade. Hätte sein können, dass das auch funktioniert. Aber denkste. Hier nochmal ein Baum. So, dann geht das ein bisschen verloren sozusagen. Ja. Aber man sieht es immer noch ein bisschen. Naja, gut. Lassen wir uns davon mal nicht stören. Ging ja nur um die Straße. Und wir sind ja eigentlich von der Bahn. Gut, wir brauchen hier noch eine Weiche. Und zwar, ich würde die mal hier machen. Einmal so. Einmal so. Dann gehen wir zurück. Das wäre hier unten. Da brauche ich auch noch sowas. Ne, hier haben wir eine Weiche. Das passt. Gut, wir kommen zu den Signalen. Einmal hier. Einmal auf der anderen Seite. Muss ich gucken, dass ich es erwische. Dann den ersten Block. Schön, und dann gibt es Güterzüge mit Holz. Das sind natürlich auch immer sehr schöne Züge. So, einmal so. Dann haben wir hier eine Straße. Früh genug. Damit die Schranke runtergehen kann. Hier lassen wir das Ganze. Hier machen wir hier nochmal einen Block. Und hier vorne ist ja die Unterführung. Dann machen wir hier nochmal einen Block. Und hier ist dann die Weiche irgendwo, nämlich hier. So, und dann gibt es hier nochmal so ein Teil. Haben wir. Neue Linie. Von zack hier. Nach zack hier. Und das funktioniert schon. Und es funktioniert zweigleisig. Sehr gut. Das wäre dann Bretter. Zug lassen wir weg. Für, ja, Heisenberg. City. Stimmt das? Jawohl. Einmal Enter. Sehr schön. Wir brauchen jetzt noch Züge. Die werden wir dann morgen kaufen. Das gibt einen schönen Güterzug. Schön mit Brettern etc. Ja, das wird dann relativ cool. Nur, die müssen natürlich ja auch noch Bäume haben. Wald. Ist auch klar. Der kommt dann von hier hinten. Und der von hier. Machen wir auch mit Zuglinien. Nehmen wir die gleichen Gleise. Also da können wir von hier durch den Bahnhof durch im Prinzip die gleichen Gleise nutzen. Dann geht das hier rein. Gut, das ist aber von dem her falsch. Dass hier natürlich jetzt Gleise fehlen. Ich habe hier mit einem Gleis gearbeitet. Das müssen wir dann noch ändern. Mache ich das schon mal. So, nicht, dass es vergessen geht. Und auf der Seite können wir eigentlich auch schon. So, hier haben wir natürlich keine Plattform. Passt die noch hier hin? Nein, können wir kürzer machen. Wenn wir es nicht brauchen, dann ist es Schönbau. Ist er dann auch keine Sünde. Okay, und schon sieht der Bahnhof auch so aus. Als würde er tatsächlich mehr als einen Zug vertragen. Bestens. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Die Züge, wie gesagt, die gibt es dann morgen. Die düsen dann hier ins Tunnel rein, da hinten wieder raus und dort nach da hinten. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann bis hoffentlich morgen. Tschüss.